Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Die Katze ist bereits auf meinem Schoß. Wir wollen die nächste Challenge machen, nämlich April's Fools. April's Fool ist eigentlich genau das, was es auch im Titel ist, ein absoluter April-Scherz. Was wir bekommen, wissen wir nicht. Sämtliche Pickups, sämtliche Items sind was ganz anderes als das, was man sieht. Und jeder Bosskampf ist der verdammte Bloat. Also ist jetzt schon mal nicht Beastalk. Moment. Der Mod hilft mir! Der Mod hilft mir und sagt mir, was das für Items sind. Mann, ich habe die Challenge gehackt. Okay, aber bei den Pickups wissen wir trotzdem nicht, was wir bekommen. Das Witzige ist aber, wir kriegen verdammt viele Münzherzen, also gelbe Herzen dadurch. Das ist ja sowieso klar, dass es der Virus ist. Oh, das scheint tatsächlich ein Akku zu sein. Das man auch gut braucht, um dem ersten Blow zu entkommen. Wir müssen jedenfalls bis zu Moms Heart kommen, das wahrscheinlich auch der Blood ist. Das war jetzt eine Bombe. Halt, Moment, war es nicht. Es war ein halbes Seelenherz. Haben wir ein Curse of the Maze? Ist wohl. Wir haben keinen Curse of the Maze? Dann ist wahrscheinlich der Curse of the Maze. Ach so, ich verstehe. Das Labyrinth zeigt uns auch. Wird falsch angezeigt. Natürlich, das war es auch noch. Das heißt, die Karte, auf die können wir uns auch nicht verlassen. Wir sind auf jeden Fall gerade in dem großen Raum. Jawohl. Also dann... Da will ich wissen, was das ist. Lass ich beides mal liegen. Man kann die Karte aufdecken und dann ungefähr ausmachen, wo man gerade ist. Wir sind jetzt eindeutig in dem großen Raum, denke ich. Was zum... War der Creep? Hab ich überhaupt nicht gesehen. Wieso habe ich jetzt ein schwarzes Herz? Wann habe ich das denn gekriegt? Also, hier geht's nicht weiter. Hier ging's lang. Verdammt, haben so gut wie keine schwarzen Herzen gefunden. Heißt das, wir müssen uns jetzt dem ersten Blow so stillen? Weil normalerweise kann man das hier ganz gut hacken, indem man die ganze Zeit Münzen einsammelt. Die werden zu goldenen Herzen, die dann wegmachen lassen. Münzen einsammeln werden zu schwarzen Herzen. Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das hin. Ja, was zum... Ich hab doch überhaupt... Aber ich stand doch überhaupt nicht da drin! Das ist doch jetzt blöd. Deswegen könnte es eine Weile dauern, bis wir hier vorankommen. Sagt der Blood als jeder Boss. Das Problem ist halt, dass er... Das gibt's nicht. Ich stehe doch überhaupt nicht im Strahl. Wieso trifft denn der mich? Da schon wieder. Was ist denn das für eine Hitbox gerade? So. Wieso tut er eigentlich gerade nur zur Seite? Hoppla, warum musste das jetzt passieren? Natürlich machen wir jetzt einen Restart. Und hoffen, dass wir diesmal ein paar bessere Sachen finden. Was sind das für ein Ding? Ach, die Glaskennen. Wir wissen halt nicht, dass das Bomben sind. Deswegen die Pickups gerade einzusammeln, da gibt nicht so viel Sinn. Tja, da sind ein paar Akkus rausgekommen. Das kann ja eigentlich dann nur 24-Hour-Energy sein. Ja, danke Karte, dass du doch sagst, dass ich ganz woanders bin. Ich hatte ein schwarzes Herz. Ja, schaut mal, wie viele Seelenherzen ich jetzt gekriegt habe durch die Münzen. Und drauf. Dann machen wir jetzt mal alles kaputt. Glasken. Nicht wirklich einsetzen. Oder tut die nur die Rotherzen wegnehmen. Man könnte nur den Bloater nämlich schlagen, wenn wir dann so einen Damage-Up haben. Aber ich gehe davon aus, dass die ganze Gesundheit weggenommen wird. Gut. Wo waren wir denn noch nicht? Ich glaube, wir waren jetzt überall. In den Curse Room da unten könnte ich gehen. Gucken, was wir hier bekommen. Das war eine Telepill. Toll, jetzt habe ich die andere gar nicht gekriegt.
natürlich was ganz anderes stand da. Ohne Bomben können wir den Secret Room nicht suchen. Aber was zum... Das ist ja gar nicht Glasskin. Das ist was auch immer. Also sind die aktiven Items ebenfalls randomized. Das Ding lädt sich auf. Das heißt, ich kann das jetzt benutzen, bis irgendwas Cooles passiert. Na klar, triff mich nicht die ganze Zeit. Die Flut ist einfach zu viel. Hey, cool, der Boomerang, das war genau das Richtige. Oh, das gibt's doch nicht! Das wird wieder nichts werden. Was ist mit dem ganzen schönen schwarzen Herz passiert in der Challenge? Boah, die Flamme. Was mich eher aufregt, ist die Hitbox von... War der jetzt Creep oder was? Ich bin ein bisschen genervt gerade. Okay, wir wissen jetzt auch, dass Archive-Items komplett randomisen. Viel zu groß hier. Ihr habt das hoffentlich nicht rausgepatcht, dass man die ganze Zeit goldene Herzen kriegt. Das war nämlich beinahe schon notwendig, überhaupt am ersten Bloat vorbeizukommen. Sag ich beinahe, es war notwendig. Ist die ein anderes Trinket? Hä, oder auch nicht? Na ja, jetzt haben wir es schon, dann können wir es jetzt auch behalten. Könnte beim Bloat sogar helfen. Wenn wir nicht mehr so nah an ihm stehen müssen. Es scheint wirklich ein Herz zu sein. Einsammeln kann ich es jedenfalls nicht. War ich hier schon? War ich schon hier oben? Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin noch nicht beim Schatzraum gewesen. Natürlich muss hier alles völlig durcheinander sein. Ich will jetzt eigentlich nur am ersten Bloat vorbeikommen. Hier ist der Schatzraum. Ein Mittelmonstro. Keine Bombe, schade. Ich hab das ganze Zeug hier gesammelt. Könnte schließlich was Cooles sein. Also der Boss war ganz da unten. Wir sind eindeutig beim Schatzraum gerade. Da ist ein Raum, den wir noch nicht erkundet haben. Das müsste der hier sein. Das Gute ist, manchmal sagt die Durcheinanderkarte einem, wo der Boss ist oder so. Ah, schnell. Ach ja, ich hab hier den Kleinen. Hilf mir gefälligst. Ja, also bis jetzt habe ich überhaupt keine goldenen Herzen gekriegt. Das habe ich da, als ich das erste Mal gedacht habe, die ganze Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben das Goldherz hier freigeschaltet. Das haben die wohl wirklich rausgepatcht. Das heißt, diese Challenge wird ja schwerer. Menno. So, schön runter. Den Little Monster lasse ich das jetzt vor allem machen. Also ich bin doch jetzt dran vorbeigelaufen. Wie schnell kannst denn du das bitte machen, hm? Na, wenigstens habe ich einige Seelenherzen. Das scheint sich also nicht geändert zu haben. Ja klar, den Augen konnte ich jetzt nicht ausweichen. Wenn ich hingehen sollen. Also deine Hitbox regt mich gerade auf. Ich glaube, Little Monster hilft mir hierbei. Er macht ganz schön Schaden. Little Monster könnte genau das Richtige sein. Sehr gut. Ja, das ist natürlich nicht die Leder. Das ist Marms Underwear.
Und dieses Clara tut da dann wegpennen bei mir. Wie gesagt, jeder Boss ist der Bloat. Deswegen sollten wir versuchen, uns möglichst gut aufzupowern. Das Herz ist auf jeden Fall ein Herz. Ich habe keinen Schlüssel. Und keine Bombe. Ich habe gar nichts. Super Bite ist wenigstens er selbst. Das war knapp. Also der Little Monster gefällt mir. Der ist ja super stark. Ah, es gibt's ja doch noch mit den goldenen Herzen. Also doch. So. Das Beste, ja, also doch, haben die das doch nicht rausgepatcht. Das nehme ich jetzt mal lieber mit, weil die Trinkets scheinen ja normal zu sein. So, dann wollen wir mal. Oh, diesen Raum habe ich mit dem Lost immer gehasst. Da muss man sich echt aufpassen, was man macht. Genau. Wenn man jetzt die Herzen, die Münzen einsammelt, kriegt man so viele verschiedene Pickups und Sachen. Was war das jetzt? Welche Karte hat das gemacht? So, dann können wir jetzt den Schatzraum öffnen. Daraus schaust du so. Musste ich jetzt auf meinem Schoß putzen, ja? Die Sad Bombs. Sehr gut, wir haben ein paar Bomben gekriegt. Und nochmal. Da drin ist. Schön, da gab es auch noch ein weiteres Seelenherz mit Clara. Was machst du denn? Jetzt muss ich den Controller von oben halten. Nimm gefälligst dein Bein da weg. Ich mag mein Nippelmonstro. Der gefällt mir gerade richtig gut. Tja, da haben nicht so viele Münzen, aber trotzdem keine einzige Münze. Vielleicht müsste ja eigentlich mal der Boss kommen. Ich war doch schon in all diesen Räumen. Tja. Schaut euch das an. Auf jedes einzelne. Jedes einzelne Ding habe ich jetzt ein goldenes Herz. Wir können uns jetzt eigentlich einfach in den Not reinstürzen. Genau das wollte ich eigentlich mit dem ersten machen. Wenn wir jetzt jedenfalls getroffen werden, sind das Vorteile für uns. Aber ich werde trotzdem mit Little Monster kämpfen. Irgendwann sind wir auch stark genug für Bloat. Little Monster ist richtig, richtig gut. Ich schätze dieses. Diesen Familie gerade richtig. So. Komm schon. Gut. Experimental Treatment können wir gerade gut gebrauchen. Und da haben wir eine Dead Cat. Und da wir ja eh so viel anderes Zeug kriegen. Ich habe es doch nicht rausgepatcht, so ein Glück auch. So macht die Challenge nämlich Spaß. Ich habe gerade eine lebendige Katze auf dem Schoß. Du bist sehr lebendig. Tja, wo gehen wir denn hin? Erstmal nach oben. Huch, was ist denn da gerade explodiert? Das ist noch die letzte Betty. Eigentlich heißen die Javontus, aber ich sag immer Betty zu denen. Und auf wie geht's. 12 Schlüssel und 25 Bomben. Da können wir den nächsten Bloat auch mal mit Bomben angreifen. Wir haben ja die Sad Bombs. Jetzt hätte ich gerne noch das Knife. Also Moms Knife. Mal sehen, was die macht. Das war What Makes You Smaller, nicht Bad Trip. Komm. Was? Du hast nur einmal getroffen? Hilfe! Sind mir ja gerade ein bisschen viele Bettys im Spiel. Irgendwie trifft er die nicht so gut, mein Little Monstro.
her mit unseren Münzen. Ist das nicht... Ach ja, die Gegner sind neu. Also die habe ich jedenfalls das erste Mal gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Das letzte Mal, als ich allein gespielt habe, also ohne Aufnahme. Keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe mir auch noch keinen Namen für sie ausgedacht. Eigentlich müssten sie Sprinkler heißen. Ja, Sprinkler. Sprinkler ist gut. Hallo, ich hätte jetzt gedacht, wir sind in dem Raum mit dem Curse Room. Das ist doch ein anderer Raum. Das muss dann der Raum mit dem Challenge Room sein, oder? Mal kurz schauen. Ja, ist es. Gehen wir doch gleich mal hier rein. Na dann, Little Monster, leg los. Ich glaube, die Challenge kriegen wir doch noch hin. Wirklich wichtig ist eigentlich nur, im ersten Load vorbeizukommen und dann die schwarzen Herzen zusammenzukriegen. Dann kriegt man das problemlos hin. Deswegen auch Guppy. Na? Darf nicht vergessen, dass ich ja auch selber schießen kann. Das ist alles. Also hier geht es eindeutig noch nach unten in der Sackgasse. Nicht in der Sackgasse. Da sind wir jetzt neben dem Schatzraum. Mit dem Spezialräumen kann man herausfinden, wo man sich gerade befindet. Summon Monstro für Wandstomp. Na, das ist Monstros Tooth. Nehmen wir doch gern mit. Funktioniert natürlich nicht, wenn Monstro selber im Bild ist. Da waren wir noch nicht. Was? Ach so, stimmt. Stimmt ja, das ist jetzt randomized. Ich das ja ziemlich cool finde, da können die geilsten Sachen passieren. Hier ist der Shop. Aber da ich immer noch kein Geld habe, wird das wohl ja nichts. Ah, wir haben den Boss gefunden. Ich würde sagen, den können wir jetzt auch gleich machen, den dummen Bloat. Weil wir haben den Schatzraum gefunden und sonst müssten wir eigentlich nirgendwo hin. Und laut der Karte haben wir auch so ziemlich jeden Raum angeschaut. Guck auf Sinn, hm? Das ist bestimmt kein Seelenherz. Stimmt nicht, aber ich sammle es erst später, wenn es sicher ist. Und Bloat, was machst du denn da hinten? Hoppla. Ich glaube, es war doch ein Seelenherz. Einmal war es das Richtige. Ach nee, die machen ja dasselbe. Machen ja dasselbe Geräusch. Ist gut, ich will. Ich will jetzt meine schwarzen Herzen mal benutzen. Ich gebe sie ja Erde zurück. Na komm. Kein Bock jetzt. Na komm, schwarzes Herz. Und schon wieder voll. Das wäre ein ganz anderes Item gewesen, als ich sonst noch nie hatte. Gut. Ach stimmt, mit Pumpen hätte ich auch kämpfen können. Ich würde sagen, wir machen noch die Ebene 4 und dann beenden wir erstmal den Part und machen den Rest dann im zweiten Part. Clara, was schaust du gerade so? Hast du irgendwas? Startraum. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sag mal, ich krieg einfach überhaupt keine Münze. Keine einzige Münze davon. Alles Herzen. Alles schwarze Herzen. Na, was haben wir denn? Was war das denn für ein Effekt? Der hat einfach alles kaputt gekriegt. Ich glaube, wir sind tatsächlich mal an dem Raum, den die Karte uns anzeigt. Das ist schon wieder passiert. Was sieht das jetzt für das ganze Labyrinth? Nice. Also, wenn, dann haben wir jetzt aber gerade Glück. Ich werde das aktive Item jetzt mal nicht benutzen, bis wir hier weiter sind. Das ist ja cool. Scheint ein ebenenweiter Effekt zu sein. Ja, den Shop müssen wir natürlich nicht. Oh, das könnte natürlich eine Bibliothek sein und ich habe genug Schlüssel. Denn die Bücher können schließlich alles sein. Das ist der Shop.
Münzen habe ich halt keine. Benno! Kann mir nichts leisten hier. Ob das auch dann auch beim Blut funktioniert, das wäre cool. Wo geht's denn lang? Wo sind wir überhaupt? Ich habe nicht aufgepasst. Der Siegblume ist auch offen. Da komme ich hin, wenn ich mich selber verletze, was eigentlich kein großes Problem ist. Wo ist der Siegblume? Da. Ares, nimm doch mal dein Bein weg. Tjo. Ja, das muss eindeutig. Moment, eigentlich wäre es doch jetzt besser, mit den ganzen Schlüsseln das da mitzunehmen, wenn es dann mehr Truhen gibt. So, wo geht's denn jetzt hin? Wo waren wir noch nicht? Ich glaube irgendwo rechts. Alles futsch, alles kaputt. Krank. Waren wir hier schon? Nö. Okay, ich bin... Wupp, was? Nice. Ich hab... Was ob ich denn schon genug Bomben hätte? Was ist Wupp bitte für eine Pille? Super Secret Room ist auch offen. Was war denn das jetzt für ein Item-Effekt? Oh, den hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Sehen wir eine an. Den Bloat hat es nicht komplett. Oh, der Trinket-Smelter. Das heißt, meine Trinkets. Mein Trinket ist jetzt ein Effekt. Nice, jetzt ist der Bloat etwas leichter. Hä? Was hat denn mich jetzt getroffen? Das gibt's doch nicht. Habt ihr das gesehen? Ich bin doch ganz klein. Okay, der Teufel läuft auf. Dann geben wir da mal unsere Herzen aus. Gimpy und das nehme ich mir. Das Pentagramm. Gott, wieso bin ich so winzig? Achso, ja, den Warden wächst die Small Pill. Ja, was zum. Suicide King. Ach, die Suicide King war das. Gut, dass ich gerade Dead Cat habe. Schnell alles einsammeln. Ja, was zum. Was ist denn jetzt passiert? Was ist Charge You? Question marks? Auf jeden Fall war es keine gute. Also gut, mit Karten muss man echt aufpassen, weil Suicide King sein kann. Ja, okay, wir gehen jetzt erstmal die nächste Ebene. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.